Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich wollte euch jetzt mal was Lustiges zeigen. Wir haben ein Auto bekommen, wurde uns zur Verfügung gestellt. Und wir stehen jetzt hier auf der Straße und haben einen Totalplatten. Da wir nun die ganze Zeit leider schon damit gefahren sind und das nicht gemerkt haben, ist der also wirklich total auf. Das Auto kann ich euch auch mal zeigen, damit ihr wisst, wie gut es uns hier geht. Ein ca. 30 Jahre altes Auto, mit dem wir hier fahren. Dementsprechend fährt es sich auch. Also ein Volvo, den wir hier haben. Ja, so sieht das Auto aus. Von innen mal könnt ihr auch mal gucken und bestaunen. Weiß ja nicht, ob jemand von euch noch so ein altes Auto kennt. Nun haben wir irgendwie ein Radkreuz gesucht und einen Wagenheber haben wir nicht gefunden. Jetzt haben wir denjenigen angerufen, dem das Auto gehört. Die Lichter hinten sind auch toll. So fährt man hier in Malaysia übrigens mit den Autos. Ja. Nur mal, kümmert hier anscheinend keinen, wie das aussieht. Wir sind jetzt hier stehen geblieben, haben hier ein paar Kühe auf der Weide. Da hinten gibt es irgendwie Tempel. Ja, das Ganze nennt sich hier Batschok, wo wir ja schon mal waren, ganz am Anfang mit unserem Haus. Wir wollten hier eigentlich an den Strand fahren und uns einen schönen Tag machen. Dadurch, dass wir halt mal ein Auto haben, dachten wir, wow, ja, toll, machen wir. Naja, das war jetzt unser Ausflug. Die Kühe hier auf der Weide sind übrigens angebunden, sehe ich gerade. An der Schnur, ziemlich lang. Also die könnte damit auch auf die Straße rennen. Ja, finde ich immer ganz traurig, dass hier immer alle angebunden sind. Aber die haben wenigstens eine Weide. Manche sind ja so ganz kurz angebunden, können die sich nicht mal bewegen. Ja, hier drüben gibt es ein 7-Up sogar. Ein Minimarkt. Also, falls wir hier ewig warten müssen, wir sind versorgt. Hier schaut euch die Häuser an, so typischer malaysischer Baustil. So, wir sind jetzt in Batschok angekommen und wir sind hier am Strand. Leider gibt es hier nicht viel davon. Wie ihr seht, ist hier alles steinig. Die Wellen sind hier ziemlich stark und der Sog draußen im Meer soll wohl auch sehr heftig sein. Die Leute können hier jedenfalls alle nicht schwimmen. Und von sofern haben sie gerade auch meinen Sohn rausgerufen aus dem Wasser. Und nun bin ich hingegangen und habe gesagt, er kann schwimmen. Und dann hat er ganz überrascht gefragt und meinte, was, der kann schwimmen? Und ich meine, ja, sogar sehr gut. Und dann durfte er dann doch wieder rein. Also das ist hier schon sehr lustig. Ja, und so sieht es hier aus und heute ist halt Freitag, da sind viele Menschen hier. Einmal hier so eine Rundumdrehung und guckt euch mal die tollen Wolken an, wie das am Himmel aussieht. Richtig schön. Ja, das war heute unser Ausflug nach Batschok.